Ja, hallo und willkommen zurück zum letzten Video dieser Videoreihe. Auch hier werden wir uns mit quadratischen Termen, die wir in Linearfaktoren zerlegen und dem Berechnen von Lösungen von quadratischen Gleichungen auseinandersetzen. Das ist im Prinzip die Fortsetzung vom letzten und vorletzten Video. Im vorletzten Video wird genau ein ähnliches Beispiel, nur langsamer, nochmal erklärt. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, ich weiß noch nicht so ganz, wie man das Ganze macht, oder wenn du dich unsicher fühlst, stoppe gerne dieses Video und schau dir das letzte bzw. das vorletzte Video nochmal gut an. Und erst wenn du das verinnerlicht hast, schau dir dieses Video an. Gut, wir werden uns heute mit diesem Beispiel auseinandersetzen, also C. Genau, zerlege in Linearfaktoren und ermittle die Lösungsmenge. Eine Sache gibt es noch, was du hier berücksichtigen musst, denn wir haben hier nicht die Form gegeben, dass das x² alleine dasteht. Das müssen wir aber zuerst mehr oder weniger schaffen. Also wir müssen eine Zahl herausheben. Genau, und zwar ist die Zahl 2. Also wir müssen das im Prinzip so herausheben und haben 2 mal und dann eine große Klammer. Diesen Zweier können wir für die Ermittlung der Lösung im Prinzip außer Acht lassen. Aber damit wir ausmultipliziert immer noch auf die gleiche Gleichung, also immer noch auf die gleichen Zahlen kommen, lasse ich mal diesen Zweier hier draußen stehen. Aber im Prinzip müssen wir uns nur noch mit dem hier beschäftigen. Also wir wollen das Ganze in diese Form bringen und wir wissen, minus x1 und minus x2 addiert soll 4 ergeben, multipliziert soll minus 21 ergeben. Okay, und wir schauen uns natürlich zuerst die Multiplikation an. Um auf minus 21 zu kommen, müssen die Faktoren unterschiedliche Vorzeichen haben. Da gibt es im Prinzip auch nur 4 Möglichkeiten, nämlich minus 21 mal 1 oder minus 1 mal plus 21 oder 3 mal minus 7 bzw. minus 3 mal plus 7. Und da sehen wir gleich, naja, mit 21 und 1 kommst du niemals auf 4. Das heißt, wir werden wahrscheinlich 7 und 3 in Erwägung ziehen und wir sehen hier auch addiert soll eine positive Zahl rauskommen, also die größere Zahl muss positiv sein, das heißt, der 7er muss plus 7 sein, dementsprechend muss dann der 3er minus 3 sein. Haben wir also 2 mal x plus 7 mal x minus 3. Zur Kontrolle werden wir auch noch diesen Teil hier ausmultiplizieren und sehen, plus 7x minus 3x. Das ist ja plus 4x, also passt. Um die Lösungen zu ermitteln, müssen wir uns eben diesen Teil hier anschauen. Und da sehen wir auch noch einmal ganz deutlich, dass dieser Zweier eigentlich vollkommen egal ist. Denn die 2 kann ja nicht 0 sein. Und der Produkt-Null-Satz sagt uns ja, dass dieses Produkt nur dann 0 ist, wenn mindestens eines der Faktoren 0 ist. Aber 2 kann nicht 0 sein. Also entweder x plus 7 0 ist, dann ist x genau minus 7, oder x minus 3 0 ist, dann ist x genau plus 3. Also wir haben die zwei Lösungen, minus 7 und plus 3. Und wir sehen hier eben nochmal deutlich, dass der 2 ja keinen Unterschied macht. Wäre auch komisch, wenn nicht, denn wir könnten ja diese Gleichung so umformen, dass wir auf beiden Seiten mit 2 dividieren. Dann kämen wir auf x² plus 4x minus 21 ist gleich 0. Und das ist ja aber die gleiche Gleichung wie diese Gleichung und müsste natürlich die gleichen Lösungen haben. Also kann der Zweier, ob ich jetzt diese Gleichung mit 2 multipliziere oder dividiere, solange ich die ganze Gleichung mit der gleichen Zahl multipliziere, bleibt die Gleichung gleich und hat auch immer die gleichen Lösungen. Ja, und damit bin ich auch schon am Ende dieses Videos und der ganzen Videoreihe angekommen. Ich wünsche dir noch viel Glück für deine Mathe-Karriere und ja,
Vielen Dank fürs Zuhören, Mitdenken und Mittun. Vielleicht sieht man sich irgendwo wieder mal.